Peter Jagwert, sicher sehr, sehr schwer in Worte zu fassen, was heute Abend hier passiert ist. Wie fühlt es sich jetzt an, kurz nach dem Spiel, der Abstieg in die dritte Liga? Ja, wie fühlt es sich an? Beschissen fühlt es sich an, aber wir müssen uns der Situation stellen, so blöd es anhört. Ich glaube, wir haben alle gewusst vor 2 Monaten, was die Stunde schlägt. Wir haben uns dann in den 2 Monaten in die Relegation gekämpft und haben es jetzt im letzten Spiel vergeigt. Jetzt werden wir uns neu ausrichten müssen und dann schauen wir mal, wo es hingeht. In den letzten Wochen ist wahnsinnig viel zusammengewachsen mit dem FCI. Man ist enger zusammengerückt, die Mannschaft, die Geschäftsstelle, der ganze Club. Wie geht es jetzt weiter in den kommenden Tagen? Ich hoffe, dass es weiter so geht, dass wir den Zusammenhalt auch dauerhaft haben. Was die Fans heute geleistet haben, war überragend. Also ich habe das Stadion noch nie so erlebt wie heute, und zwar ringsrum. Und deswegen denke ich, wenn wir das weiter hinkriegen in der dritten Liga, dann können wir auch da wieder angreifen und müssen angreifen. Marcel, der FC Ingolstadt 04 steigt aus der zweiten Liga in die dritte Liga ab nach einer 2:3 Niederlage gegen Wiesbaden. Warum hat es heute nicht mehr gereicht, den Klassenhalt zu erreichen? Weil wir in der ersten Halbzeit nicht das gemacht haben, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat. Wir waren nicht so kompakt, haben Umschaltbewegungen zugelassen des Gegners, wo wir wussten, das ist genau die Stärke des Gegners. Und wenn du dann nach 30 Minuten 3 Gegentore gefangen hast, dann wird es natürlich schwer, das Ding hinten raus noch zu drehen. Wir haben in der zweiten Halbzeit alles nach vorne geworfen, haben alles versucht, haben den Anschlusstreffer gemacht, aber es hat am Ende nicht gereicht. Und dann musst du ganz einfach sagen, dass diese Halbzeit in der ersten Halbzeit halt ausschlaggebend war dafür, dass du es dann nicht geschafft hast. Wenn man zurückschaut auf die letzten Wochen, ist wahnsinnig viel passiert. Die Mannschaft hat sich gefangen, hat sehr, sehr guten Fußball gespielt, gepunktet kontinuierlich. Waren es dann genau im falschen Moment die 45 Minuten sozusagen, die dann mal gefehlt haben zwischendurch? Ja, ich glaube, einen schlechteren Zeitpunkt kannst du dir nicht aussuchen. Ist ganz klar, im zweiten Relegationsspiel, wo es um alles geht, das ist extrem bitter. Aber sind viele Kleinigkeiten dazugekommen. Und letztendlich haben wir das Ding, wir haben uns das vor Wochen natürlich erarbeitet, dass wir die Chance hatten und hatten nach dem Hinspiel auch eine große Chance, das Ding in unsere Richtung zu drehen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages bist du selbst schuld daran oder sind wir selbst schuld daran, dass das Ergebnis so zustande gekommen ist. Es tut natürlich extrem weh, weil es unnötig war. Aber wir müssen uns ganz einfach an die eigene Nase fassen. An die eigene Nase fassen in der Sommerpause wird eine Aufgabe sein für den gesamten FCI. Nichtsdestotrotz ist wahnsinnig viel zusammengewachsen. Die Geschäftsstelle, das Team an sich, der Verein ist viel enger zusammengerückt. Ist es das, auf dem man aufbauen kann in der nächsten Saison? Ja, ich kann in der Hinsicht, musst du allen ein Kompliment aussprechen, was der Verein mobilisiert hat, gerade auch von der Geschäftsstelle her. Da ist, glaube ich, genau das wieder aufgetreten, was den Verein ausgezeichnet hat in den letzten Jahren. Was du vorher auch gehört hast, dass der Verein miteinander lebt, als Familie auskommt. Und für die Leute tut es natürlich auch immens leid, weil wir ganz genau wissen, was da alles dranhängt mit dem Abstieg. Und die haben auch wirklich alles gegeben, haben uns auch in den letzten Wochen immer versucht zu pushen, haben uns nach vorne getrieben, haben uns zu den Auswärtsspielen begleitet. Von daher kann sich an dieser Stelle nur entschuldigen an die Leute von der Geschäftsstelle und auch bei den Fans, die uns in den letzten Wochen natürlich zahlreich unterstützt haben. Dass die Enttäuschung bei allen natürlich groß ist, ist verständlich. Das bringt die Situation ganz einfach mit sich. Aber du musst das einfach sehen, das Ergebnis. Und ja, wie gesagt, schwierig dafür, dann die richtigen Worte zu finden. Aber der Situation müssen wir uns stellen.